Dienstagnachmittag nach dem 1:0 Auswärtserfolg beim Karlsruher SC und wir stehen hier nach dem Vormittagstraining oder Nachmittagstraining war es eigentlich schon mit Torwart Philipp Kühn. Pirro, erstmal beschreib einmal bitte dein Gefühl oder euer Gefühl, mit dem ihr am Samstag mit dem Bus aus Karlsruhe abgefahren seid. Ich glaube, es war ein sehr schönes Gefühl. Ich glaube, dieses Gefühl hatten wir, wie gesagt, zuletzt vor 3 Monaten. Teilweise wusste man es dann leider auch nicht mehr, wie es sich anfühlt, aber ich glaube, man hat gemerkt, wie viel Last da teilweise von den Schultern abgefallen ist, dass wir uns endlich belohnt haben. Ich glaube, in den Wochen zuvor hätten wir es auch teilweise verdient gehabt, aber jetzt haben wir endlich den Bock umgestoßen. Das, was aber war am Wochenende, ist jetzt vorbei und jetzt probieren wir die Woche oder geben die Woche selbstbewusst Vollgas, damit wir am Wochenende natürlich nachlegen können. Ein weiterer Punkt natürlich, endlich mal wieder zu Null gespielt. Sicherlich auch einer der Erfolgsgaranten fürs Spiel, das ja eben gemeinsam verteidigt wurde. War das auch eine der Marschrouten? Oder man konnte es ja eigentlich in den vergangenen Wochen auch schon mal sehen, aber war das auch nochmal extra angesprochen für dieses Spiel, dass ihr wirklich mit 11 Mann gegen den Ball arbeiten müsst? Ich glaube, grundsätzlich probieren wir jedes Spiel zu Null zu spielen. Hat, wie du sagst, leider in letzter Zeit nicht so oft geklappt. Aber ich glaube, seit dem Trainerwechsel sieht man, dass wir defensiv viel stabiler sind. Ich glaube, in Nürnberg haben wir nicht viel zugelassen, außer das Tor gegen Pauli waren es ein strittiger Elfmeter. Und jetzt haben wir gesehen, wenn wir mal in Führung gehen, was uns leider auch nicht so oft gelungen ist, aber dann können wir auch mal was verteidigen. Es war ein anderes Spiel für uns, wir gehen in Führung und können dann was verteidigen. Ich glaube, das haben wir mit allen Männern gemacht. Super Defensivleistung, fängt vorne an und hört dann hinten auf. Und ja, dann haben wir uns belohnt und wie du sagst, dann nach langer Zeit schon auch mal hinten zum Glück mal wieder die Null. Was für mich persönlich auch ein sehr schönes Erlebnis und Gefühl wieder ist. Der Aufwärtstrend, also rein spielerisch gesehen, der hält ja tatsächlich auch schon seit einigen Wochen an. Also es waren ja schon auch einige Spiele, auch wenn wir sie nicht gewonnen haben, die eigentlich schon eng waren, wo möglicherweise hätte mehr gehen können. Man spricht ja dann oft so in diesen Spielen, wenn du mal gewonnen hast, von so einem Brustlöser. Glaubst du, dieses Spiel in Karlsruhe könnte das sein, auch mit Blick auf das Restprogramm? Ich glaube auch, dass es auf jeden Fall nochmal ein paar Prozente lösen kann bei jedem Einzelnen. Wie dieses Gefühl zu gewinnen ist lange her und ich glaube jetzt, jetzt müsste jeder automatisch selbstbewusst sein. Wir haben es bewiesen, wir haben gezeigt, dass wir die Qualität haben. Die Wochen zuvor war es immer knapp dran. Jetzt haben wir, denke ich mal, den Bock umgestoßen und jetzt müssen wir Woche für Woche einfach Gas geben, jede Woche als Chance sehen. Jetzt nur an die Partie am Sonntag denken, was danach kommt, spielt erstmal keine Rolle, weil das ist jetzt erstmal ein wichtiges Spiel und danach können wir über andere Sachen reden. Aber erstmal voller Fokus auf Sonntag und wie gesagt, ich gehe selbstbewusst in die Woche, wie die ganze Mannschaft freut sich auf dieses Spiel und dann freuen wir uns endlich wieder zu Hause punkten zu können. Das ist natürlich das große Ziel, auch nach 9 Niederlagen am Stück tatsächlich an der Bremer Brücke, da mal einmal wieder erfolgreich zu sein und nach Möglichkeit die volle Ausbeute mit 3 Punkten einzufahren. Wenn wir jetzt auf Braunschweig schauen, du sagst ja, es ist ja jetzt schon der volle Fokus auf das kleine Niedersachsen-Duell, wie wir gerne mal sagen, gerichtet. Mit welchem Gefühl blickst du denn drauf auf das Spiel und auf den Gegner? Mit voller Vorfreude, ehrlich gesagt. So jetzt nach dem Sieg, vor allem am Wochenende, hat man gesehen, dass wir es noch können. Oder wir wussten es auch die ganze Zeit, aber es wurde letztendlich nicht in Siege umgemünzt, unsere Spiele. Und ich glaube, jeder freut sich auf dieses Spiel. Jeder hat, denke ich mal, gestern Braunschweig gesehen. Natürlich werden wir am Wochenende eine andere Mannschaft sehen und erwarten, weil auch viele Spieler wieder zurückkommen. Aber ich glaube, zu Hause, wie gesagt, wir haben jetzt seit 4 Wochen einen gewissen Trend, einen positiven Aufwärtstrend. Den wollen wir weitergehen, den werden wir weitergehen. Und dann geben wir alles, dass wir Sonntag auf jeden Fall die Punkte zu Hause behalten. Und das soll das Schlusswort sein. Pippo, viel Erfolg für die kommende Trainingswoche. Verletzungsfrei bleiben und dann am Sonntag nachlegen. Danke dir. Dankeschön.